So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir wollen den Community Raid machen. Eigentlich sind wir gerade unterwegs zur Goldenen Meile am Donnerstag. Deswegen gab es auch keinen Stream. Das plane ich jetzt für Freitag. 10 Uhr war nämlich Raid-Boss-Wechsel. Zapdos ist am Start. Hier unten seht ihr den Hannes und den Kesto. Die sind im Knast, die sind da eingesperrt. Jetzt bin ich schnell wieder weg. Und ich möchte mal ganz kurz zeigen, wen wir einladen wollen. Das Wetter ist halt mies, es regnet. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen unterstellen, sonst wird hier alles nass. Das sieht halt jetzt nicht so gut aus. Und im Community-Tab habe ich den Raid wieder gepostet für 12.15 Uhr. Der fängt gleich an. Und wir haben dabei Blood and Tears, Kevin, Jojo, Shinaya, Pokehunter. Der Jojo muss noch annehmen, das ist der einzige, der noch fehlt gerade. Und auf dem anderen Handy Borki, Markus, Patch, Netghost und Chevy Art. Lost Lift leider zu spät. Dann habe ich auch eine Infografik gepostet hier. Die Konda für Zapdos. Nehmt weiterhin Steine. Mega Aero Kacksprühl ist auf jeden Fall gut. Rihonio mit seinen Superattacken. Hier steht auch was mit Eis. 2015 ist das 100er oder 2519. Ich werde jetzt wieder hier runterkriechen. Und mal gucken, was das wird, wenn ich versuche, da die Leute einzuladen. Und dann können wir auf jeden Fall die Goldene Meile weitermachen. Und dann nerven die auch nicht mehr so. So, sieht natürlich jetzt schlecht aus, weil alles dunkel ist und wir im Schatten sind. Ich nehme mal die Mütze ab. Ich versuche jetzt mal, hier auf die Arena zu gehen. Ich muss eine private Gruppe machen. Wir müssen wieder den Gruppencode eingeben. Das ist diesmal hier. Blau, Katz, Grün. Wir gehen rein, wir laden ein, wir haben Jojo, Kevin, Pokehunter, Blood and Tears, Shinaya, Jojo hat mittlerweile angenommen, Chevy, Markus, Netghost, Patch und Borki. Jetzt machen wir hier das mit dem Gruppencode, dass wir mit dem Main auch natürlich reinkommen. So, was habe ich gesagt? Blau, Katz, Grün. Das sieht gut aus. Ich denke mal, die Eingeladenen, die werden das alleine hinkriegen. Wir müssen gar nicht mitmachen. Ich könnte also eigentlich mit dem Handy jetzt hier raus, aus diesem Gefängnis, zurück in die Zivilisation. Zapdos, habe ich einen 100er? Ich brauche keine Shinies, ich brauche keinen 100er. Das ist das gleiche wie bei Arctos. Ich brauche nur XL, um meinen 100er auf Level 50 zu pushen. Zapdos, nur XL. Lavados, wenn das kommt, brauche ich auch nur XL, um meinen 100er auf Level 50 zu pushen. Jetzt haben wir alle. Ich glaube, es sind alle drin, ja, weil der Kesto macht ja nicht mit. Nee. Er hat sein Pokémon-Handy nicht dabei. Wir können sie also mal aufmachen. Vielleicht kommt ja noch irgendjemand anderes dazu. Also 10 Eingeladene, 3 von mir plus ein Hannes, sind 14 Leute. Richtig. Das dürfte passen. Ich nehme jetzt das mal, ich laufe dann mal ein Stück raus und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Vielleicht finden wir hier draußen irgendwas, wo wir uns noch hinbequemen können. Wird es schon reichen? Hier einfach aufs Geländer stellen, genau. Und wenn das dann abfällt, dann ist es vorbei. Boah, das sieht aber komisch aus. Ich sehe, gleich macht es die Biege. Zum Fangen muss ich wahrscheinlich dann trotzdem wieder rein, weil es einfach hier draußen zu nass ist. So, nicht ans Geländer stoßen. 9, 9, 9, 9, 9. Ja, es ist halt nicht so warm hier. Das ist ein Vorteil, aber es ist nicht so trocken. Das ist ein Nachteil. Und das ist es immer. Das ist Zapdos. Wir hauen jetzt hier drauf. Sobald wir dann unten in der Stadt wieder vorbeikommen, werde ich auch die ganzen Sachen zu Hause ablegen. Möchte nicht die ganzen Handys mitziehen. Eigentlich wollte ich den Community Raid heute nicht machen, weil wir ja unterwegs sind zur Goldenen Meile. Da wollte ich nicht die ganzen Handys mitnehmen und alles. Jetzt hat es sich doch irgendwie ergeben, sodass ich das für Freitag direkt dann noch hochladen kann und fertig machen kann heute Abend, wenn wir zurück sind. Wenn wir das dann noch schaffen, noch in der Lage sind. Habt ihr schon ein gutes Zapdos? Was sind eure Ziele denn? Braucht ihr noch ein Shiny? Braucht ihr noch einen 100er? Braucht ihr sonst was? Welches der drei Wappentiere findet ihr am coolsten? Das ist mein Teamwappen. Ich bin ja Team Gelb, deswegen ist Zapdos ja eigentlich sowieso mein Schatz. Lässt sich eigentlich auch richtig gut besiegen. Seht ihr ja, wie das runtergeht. Und ansonsten würde ich sagen, am Wochenende Raids für Zuschauer. Samstag werde ich wohl nicht da sein. Deswegen gibt es am Sonntag Raids für Zuschauer. Wir haben gesehen, Arctos hatte nur auch einmal Raids für Zuschauer am Dienstag, aber das hat auch vollkommen gereicht. Also die Vögel sind für die meisten halt wirklich nicht so interessant.
Haben wir hier, was haben wir da? Haben wir noch Bonbons dabei? Nee, haben wir nicht. Ich schon, weil ich brauche den blauen, ich brauche den gelben noch im 100er. In blauen und in gelben, 19 genau. Bälle. Ich geh trotzdem mal wieder hier rein. Hat keinen Sinn, es ist alles so klatschnass. Du siehst einfach nichts. Ich guck mal kurz auf den Kleinen durch. Hannes, hast du was Gutes? Was hast ich du? Ich habe 24,71. Über 25 muss es haben. Er hat auf jeden Fall also Wetterboost. Ja, dann bin ich hier am Arsch der Welt. 24,64, 24,74 auf den Kleinen. Kann man mal hier zeigen. Das einzig Gute ist, dass hier Schatten ist, dass man super die Vögel sieht auf dem Display. Jetzt müssen wir das beim Großen aber noch abholen. Kein Schein aber beim ersten Mal drin. Kästor hat mir hier seinen Schlüpfer gegeben, dann können wir den mal kurz hier drauflegen und hier drüber ziehen. So, und jetzt fangen. 15, 11, 11 hat meiner. Macht nichts mehr, wenn ich drauf drücke. Verstehe ich nicht. Gib mir jetzt das Ding her, ich will hier rein. Das macht nichts mehr. Warte mal, ich mach's mal ganz aus. Und wieder ganz an. Also es funktioniert alles, aber der Fangmodus geht nicht. Der ist ja jetzt noch ein bisschen da. Wir haben den ja ziemlich zum Anfang gemacht. Und auch wenn ihr jetzt hier die App neu startet, könnt ihr immer noch drauf drücken, aber ihr habt nicht unendlich Zeit, weil irgendwann ist nur noch das Symbol auf der Arena, dass der Raidboss ja besiegt ist. Dann habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, den zu fangen. Shiny ist es nicht. 24,81 ist das Beste von meinen dreien hier. Und jetzt müssen wir versuchen, dass wir den halt wirklich eintüten. Habt ihr einen Shiny bekommen, die mitgemacht haben? Schreibt es mal in die Kommentare und guckt mal, wie flüssig das hier ist. Das sieht gut aus. Wir curven hier mal drauf. Der Kreis dürfte so eigentlich passen. Er haut halt nur ab. Macht Zickzacklinien links und rechts. Das auf dem Hauptkanal. Oh. Der Hauptkanal. Auf dem Account. Account. Boah. Ich habe ewig keinen Zapdos mehr geworfen. Das zappelt viel zu sehr rum. Du weißt gar nicht, wann du werfen sollst. Wann greift der denn an? Ist das der Angriff? Ja. Also wartest du? Das ist kein Angriff. Alter, ist der nervig. Da war Arctos auf jeden Fall gemütlicher. Er geht wieder hoch mit seiner langen Pinocchio-Nase. Er geht wieder hoch. Er wartet wieder, bis er unten ist. Bis er angreift. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute sagen, sie haben ihn jetzt nicht gefangen, weil sie halt alle Bälle verwerfen, dadurch, dass er einfach so hyperaktiv ist. Steht halt unter Strom. Er greift wieder nicht an. Alter. Ich muss mich jetzt hier anders hinstellen. Ich klemme euch jetzt hier hinten rein. Das ist mir jetzt egal. Das sieht halt richtig doof aus. Aber. So, jetzt. Ich bin da. Ich hänge mir jetzt hier daneben. Versuche den jetzt zu fangen. Er greift nicht an, er fliegt wieder einfach weg. Versteht ihr, wieso die Leute Speedraids machen? Ja? Wenn die sehen, das ist kein Shiny, das ist kein Gutes, dass sie dann einfach abhauen und das ist das wahr. Und sie warten drauf, bis das 100er kommt und dafür nehmen sie sich dann unendlich Zeit. Dann haben die vielleicht irgendwann das 100er, aber haben keine Bonbons. Er greift wieder nicht an! Ja. Und wieder nichts. Ich curve jetzt einfach hier unten und wenn er zurückkommt, werfe ich jetzt einfach drauf und habe trotzdem noch daneben geworfen. Das war auf jeden Fall kein einfach fabelhaft. Merkt ihr die Unruhe im Hintergrund? Ja? Die Jungs, die sind immer on fire, glaube ich. Das ist so richtig. Die verstehen sich auf jeden Fall. Das ist Hannes Kästor, das ist das Dreamteam jetzt geworden mittlerweile. Die könnt ihr nicht mehr auseinanderbringen. Wir haben einen Ball getroffen. Das freut mich total. Der hat angegriffen, das heißt, wir dürfen nochmal curven. Auf das müsst ihr warten. Auf diesen Angriff, auf diese Animation müsst ihr warten. Ja, guckt euch das an. Aber es ist schon wieder vorbei. Er hüpft schon wieder rum, er fliegt schon wieder rum und er ist schon wieder oben. Das war der Angriff, das heißt jetzt curven, jetzt werfen, vorher nicht am Ball rummachen, dass sich der Fangkreis nicht verstellt, sodass ihr auf einfach fabelhaft werfen könnt, ganz gemütlich, ganz entspannt. Das war wieder die Angriffsanimation, ihr seht, wie das funktioniert.
Gerade bei der Raid Mania sagen immer die Leute, hey, wie machst du das, dass du einfach immer fabelhaft triffst? Ihr seht, mit bisschen Geduld und mit ein bisschen Übung ist einfach fabelhaft werfen eigentlich kein Problem. Die Leute, die ganze Zeit einfach drauf werfen und die Geduld nicht aufbringen, die werden das halt nicht schaffen. Jetzt habe ich wieder Geduld gehabt, habe wieder gecurved, habe wieder geworfen, er kann ihn wieder nicht abwehren, ich werfe wieder hinten in den Angriff rein und er kommt wieder raus. Okay, so, wenn du magst, kannst du ja dort von den zwei Handys eins nehmen und eins versuchen zu fangen. Bin da. Und wenn der Hannes fertig ist, vielleicht. Lass du eine Bäre? Na, die goldene am besten. Okay. Ach, ich muss jetzt richtig. Selbst wenn es flieht, ja, selbst wenn es flieht, ist auch egal. Das sind ja die. Ich habe das große ja als 100er, sonst hätte ich gesagt, ein paar zu fangen, bei einem Glückstausch mal rüber zu tauschen, das wäre cool, aber ich habe das ja als 100er. Theoretisch könntest du auch fliehen. Und sagst dann einfach, ich habe alles probiert. Es ist leider immer wieder ausgebrochen, obwohl er oben nur auf den Fluchtknopf gegangen ist. Jetzt ist es drin. Und wir wissen ja schon, dass es im Prinzip ein schlechtes ist. Was denn? Ja. Ich knurr 2 Stunden rum, um das zu fangen. Er nimmt das Handy, wirft einen Ball, es ist drin. Wir haben auf jeden Fall noch 3 XL-Bonbons bekommen. Wir bewerten das kurz. Römmelt, Thüringen. Wir haben jetzt 13, 12, 15. Das ist mein Zapdos von heute. Am Wochenende werde ich auch wieder bei Raids für Zuschauer mitmachen, weil ich Bonbons brauche. Da können wir auch wieder zusammen interagieren, wenn wir befreundet sind. Ansonsten hat es ja noch eine Raid Mania am Mittwoch, bevor dann das letzte kommt. Habt ihr was Gutes bekommen? Schreibt's rein. Habt ihr schon das Shiny? Schreibt's rein. Seid ihr auch schon mal hier hinter Gittern gewesen? Schreibt's rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Führt's euch. Führt's euch. Führt's euch, ja. Führt's euer Kesto. Und euer Kesto. Und ihr seid die Treppe. Ja, genau. Von den Zuschauern.